So, willkommen zurück. Ja, erstmal lassen wir die Frau ausreden. Oh mein Gott. Ich lasse erstmal diese Frau ausreden, dann komme ich zu Wort. Und dann kommt schon die erste Frage. So, also. Oh, das war ein Flashbang. Ja. Position halten! Tess hat mir davon erzählt, dass einige nach meinem Let's Play gefragt haben, ob ich noch weitermache. Und bisher weiß ich nicht, ob ich jetzt weitermache oder nicht. Das hier ist jetzt mal einfach mal zum Part, um es zu erklären. Ja, ich habe so lange nicht mehr gespielt, dass ich nicht mehr die Steuerung drauf habe. Das ist auch nicht mehr so toll. Wo bist du denn? Ja, auf jeden Fall, ich werde mal schauen, wie es weitergeht. Oh, wo kam der her? Ja, ich werde schauen, wie es weitergeht. Und das kann halt eventuell noch was dauern. Jetzt hört doch mal auf zu reden, Frau. Ihr müsst euch eine Tiefgarage, um das zu umgehen. Ja, lalala. Eine Gruppe Tangos. Komm, auf zu reden. Die scheinen auf euch zu warten. Seid bereit. In jedem Spiel, war in jedem Spiel. Müsst ihr unendlich zu reden. Zur Rechten gibt es ein kleines Büro. Ja, ist ja gut. Das weiß ich bereits, weil ich ihn schon öfters durchgespielt habe. So. Position halten. Ja, haltet ruhig eure Position. Ja. Das ist ein weiteres Problem, was ich ansprechen möchte, und zwar Fraps. Fraps. Ja, ich. Ihr merkt schon. Los. Fraps macht dieses Spiel zu einem Albtraum Deluxe. Weil einfach Befehle gegeben werden von mir, die ich gar nicht gegeben habe. Und das erschwert mich einfach. Unglaublich dieses Spiel hier vernünftig zu spielen. Weshalb ich vermute, dass Rainbow Six Vegas auf die Liste ist. So, eben habe ich noch Tess angesprochen. Genau. Wir gehen zusammen auf eine Schule und er hat mir heute oder gestern gesagt, ob ich noch... Nein, ihr sollt da nicht hin. Ob ich noch weiter Let's Playen möchte. Und ein Hauptgrund ist halt die Zeit. Ich könnte dann höchstens ein Part alle zwei Wochen liefern für euch. Was, ich vermute mal, nicht genug ist. Das wäre nett, wenn ihr es irgendwie in die Kommentare schreibt, wenn ihr mir überhaupt zuhört. Ja, du sollst hier mal heilen oder so. Ah, jetzt geh doch mal weg, danke. Waren das jetzt alle? Nein. Komm, komm, Kruppi. So. Also. Und es geht halt darum, dass ich wenig Zeit habe, da ich auch noch freizeitlich andere Hobbys habe, als vom PC zu sitzen. Zum Beispiel Airsoft oder was. Also viele Sachen. Und das schneidet sich halt oft mit Let's Playen über. Los! Ja, ihr sollt da nicht hin. Kommt her! Weshalb ich noch am Überlegen bin, ob ich jetzt Rainbow Six weitermachen werde oder nicht. Ja, das Vorteam kommt, genau. Ja. Ich vermute bisher, dass ich dieses Projekt abbrechen werde. Da, bleibt hier! Aufreihen! Oh, es ist immer so schwer, Shooter zu spielen und dabei zu reden. Aber, ja. Weg mit dir. Jetzt weiß ich manchmal mehr, wo ich war. Aua. Ja, ich vermute mal, dass ich dieses Level hier noch fertig machen werde. Und damit dann offiziell Rainbow Six Vegas 2 abbrechen werde. Bei Interesse werde ich mir ein anderes Spiel raussuchen, was mir gefällt. Und das dann halt Let's Playen. So, steht da. Ja, tötet sie, das ist mir schon logischerweise klar. Wie seid ihr eigentlich, Leute? Och Mann. Ja. Wie gesagt, mein letzter Upload ist, weiß ich nicht, so und so viele Monate her. Bewegung! Ihr sollt dahin. Ja, das ist das Problem, was ich meine. Ich kann nicht vernünftig spielen. Auf keinerlei Weise. Bleibt hier!
Eindringen vorbereiten. Und ja, so macht das mir einfach keinen Spaß, ne? Wenn ich nicht... Hey Leute, ihr sollt da... Los, los, los! Aufreihen! Wenn ich nicht vernünftig spielen kann, macht das Spiel wirklich nicht so viel Spaß. Deshalb... Ja... Genau. Wie gesagt, ich spiele noch immer auf realistisch, was man langsam merken könnte. Und... Ich überlege, ein Let's Play von Splinter Cell zu machen. Problem ist leider dabei nur, ich habe schon versucht, vor Rainbow Six Vegas 2. Leider ist das Problem dabei, dass die Stimme von mir überhaupt nicht aufgenommen wird. Eindringen vorbereiten. Und das ist eigentlich das größte Problem, weil nachkommentieren hat nicht so Lust drauf. Bist du tot? Nein, bist du nicht. Ja, okay. So, weil mein Output wäre dann alle 2 Wochen ein Upload. Boah, Leute, jetzt ist es aber langsam mal gut. Habt ihr den jetzt? Oh, da steht... Dich, Freundchen. Wie wechseln wir noch an? Ja, genau, so ging das. Herkommen! Nein, ihr sollt nicht herkommen, ich hab... Jetzt ver... Los! Bla 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 bla. Los! Mal massives Sperrfeuer hier legen. Bist du endlich tot? Ja. Gut, Im Eilschritt! Nein! Also. Position halten. Vorsicht! Zurück zu mir! Jetzt lasse ich die erstmal nochmal ausreden. Oh. Ich bin heute ein wenig ungeduldig. Weshalb das Online-Spielen bei Modern Warfare 2 auch nicht so toll ist. So, also, vermutlich irgendwas Neues als Let's Play. Ich überlege, was ich sonst noch sehen kann, was mir Spaß macht. Weil... Oh, jetzt kommt das Spiel zu packen. Ja. Weil ein Let's Play zu spielen, was nicht läuft oder einem keinen Spaß macht, aufgrund dessen, da ich immer sterbe, ist einfach nicht so schön. Ich guck mal schnell, ob ich hier auch die Schwierigkeit einstellen kann. Nein, anscheinend nicht. Ja. Und das wird wahrscheinlich der letzte Part sein. Ich kriege gerade so den Gedanken, die Mission machst du auch nicht mehr. Weil ich habe einfach keine Lust mehr auf dieses Spiel. Es macht mir so richtig keinen Spaß mehr. Ja. Türladung. Was, der ist noch immer nicht tot, ja. Das macht mir keinen Spaß mehr. Und ein Let's Play, was einem keinen Spaß macht, ist ein schlechtes Let's Play, muss man sozusagen. Kümmer dich um ihn. Ja. Nachdem ich nochmal niedergeschossen worden bin, versuche ich jetzt immerhin noch irgendwie zur Tür zu kommen, wo mich dann noch mehr Gegner erwarten. Mal schauen, ob das noch wenigstens klappen wird. Weil man sieht... Ja, so kann ich nicht arbeiten, wie er schon sagte. Einfach, es ist völlig unmöglich. Komm, jetzt geht ihr dahin. Türladung! Also... Wirklich ätzend. So. Eindringen vorbereiten. Diesmal bin ich was vorsichtiger. Granate und räumen. Ja komm, Granate und räumen, Freunde. Wo bist du denn hin? Der Kampf ist hier. Genau, sonst wird ein Messer zu einer Schießerei mitbringen. So. Neu von mir. Kann man irgendwie speichern? Nein, kann man auch nicht. Ah, dieses Checkpoint-System ist wirklich der letzte Dreck. Also, mal schauen. Ich habe überlegt, auf meinem Kanal, die Apokalypse Teil 1, Gameplay-Commentaries von Modern Warfare 2 zu spielen. Problem ist gerade nur, dass das Output ebenfalls sehr gering sein würde, da ich Teilzeit-Profi bin, wenn man es mal sagen möchte. Ich bin nicht besonders gut und ich bin nicht besonders schlecht.
Nur das Problem. Das Problem bei der Sache ist halt, dass diese teilzeitliche Professionalität, mit der ich online spiele, nicht 100% mal gewährleistet ist. So, der Schaffe ist auch mal endlich weg. Nachdem ich den besten abgeleitet habe. Hey, ich bin ja mal treffsicher. Ja, ich überlege die ganze Zeit, was ich let's playen könnte. Geld für ein neues Spiel habe ich leider nicht. So, geht dahin. Und ich habe halt nicht so viele Spiele. Das ist auch ein Problem. Bewegung! Aber mal schauen, was man machen kann. Los, los, los! Ich würde gerne noch weiter let's playen, auch wenn das Output sehr gering sein würde. Die Entscheidung obliegt am Ende nämlich eigentlich nur euch. Ist der Scharfschütze weg? Im Einschritt. Nein. Kommt her! Au. Flieg ihn zusammen. Ja, flieg ihn zusammen. Am Ende liegt's bei euch. Aua. Man merkt schon, ich komme mit der Steuerung eigentlich überhaupt nicht mehr klar. Ja, so. Position halten. Zu mir. Also, das war wahrscheinlich der letzte Part. Da ist die Tür nämlich. Und man merkt schon, mit der Steuerung, die ich hier habe, ist es einfach nicht möglich, dieses Spiel zu spielen. Ich schick die Typen. Wie gesagt, ich habe gerade nichts gemacht. Und wieder nichts. Immer wenn ich irgendeine Taste drücke, kommt irgendein random Befehl hier rein, den die Typen machen sollen. Schon wieder. Das liegt wahrscheinlich an Fraps, das liegt 100 Pro an Fraps. Auf ein anderes Programm habe ich keinen Bock, weil Geld ist immer so eine Sache, so. Und ich würde mal sagen, man sieht sich dann eventuell entweder in einem nächsten Let's Play oder vermutlich gar nicht mehr. Und wärt so gnädig, schreibt in die Kommentare, ob ihr ein weiteres Let's Play von mir sehen wollt oder nicht. Denn wie ich eben sagte, es hängt von euch ab, ob ich jetzt weiter Let's Play oder nicht. Und ja, das waren die Schlussworte zu Rainbow Six Vegas 2. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, zuzugucken. Mir hat es nämlich keinen Spaß gemacht. Und man sieht sich dann, oder man sieht sich nicht.